Ja, immer richtig und auch wichtig. In diesem Falle wollen wir aber euch keine Falschinformationen da weiterleiten. Laut La Liga gab es auch keine feste Ansetzung. Wir reichen das natürlich im Laufe dieser 90 Minuten nach. Jetzt konzentrieren wir uns vorerst auf rollenden Ball. Hier schon am Ball ist deutlich mehr, auf wie er sie selten gesehen hat. Und Celta Vigo kommt ein erstes Mal. Verliehen hat. Und deswegen, also weil du das System jetzt auch angesprochen hast. Lässt Barca kommen, guckt sich das erst. Art und Weise zurechtzulegen. Ja, Barca Akteur ist mit Flanke ist nicht so verkehrt. Aber Barca steht gut. Christensen passt. Oh, guter Ball. Tick zu hoch für Ferrat. Gündogan nimmt. Sofort der Versuch Richtung Iago Aspas. Da haben wir eine der Tatsachen, denke. Schauen wir auch schon auf. Wir legen passt, Max. Ja, sagt. Das haben sie ein bisschen gebastelt und ein bisschen gebissen. Bis Minute 25 müsste es gewesen sein. Endlich gewonnen hat. Zumindest in der Marcos Alonso. Gerade bei den Bällen. Bamba, es ist noch zu schlapp. Ein bisschen mehr Bewegung rein. Ja, das macht. Ja. Aspas, Aspas! Du hast schon den Arm gehoben neben mir. Ball. Strand Larsen. Celta Vigo führt. 19. Minute. Jürgen Strand Larsen. Ja. Also. Nochmal. Jetzt bei Außenriss. Tick zu hoch. Strand Larsen. Vielleicht so ein bisschen drauf sich zu verlassen. Okay. So immer rund um den 16er, auch eine gute Bisse. Auch das ist ein guter Ball. Und na klar, Joao Felix kommt wieder. Bamba. Boah, verteidigt, nicht den letzten Einsatz gezeigt. Vorgeschossen, einer davon passte. Weil sie auch nie angekommen sind oder selten angekommen sind. Das hat den guter Ball, Joao Felix. Ich zu Della Torre. Gleich nochmal rein, VR. Celo, nächster Versuch, rutscht wieder durch. Nee, kein. Gelaufen. Der macht auch schon. Marcos Alonso. In der Mitte wieder fit sind. Also den Pedri. Ja, wenn das so defensiv da einfach schlechter bist. Ja, und bei Strand Larsen geht es aber wieder sowas von. Ja. Hat sich's gesehen. Es fehlt noch ein Six Gavi, Gündogan. Es ist auch sehr eng da in der Mitte. Gavi brauchen das alles für Barca, spricht. Celta Vigo links oben eingeblendet. 4:1. War wirklich eine Chance rauszuspielen und auch wirklich zu guten Chancen zu. Und Bamba und Della Torre. Setzt ihn drüber. Erstmal morgen gegen Champions League. Stunde. Sehr gefährlich. Iago Aspas und nochmal einer quer. Es ist ein Schleifchen zu viel. Das haben wir auch gerade gesehen, die Situation. Der passt ja. Abseits verdächtig das Ganze. Bamba. Die Situation kreieren können. Offensiv. Gesprochen. Keinen Grund. Personell. Super Ballannahme. Bamba. Bamba gegen Gavi. Kein Elfmeter fürs Erste, sagt Mario Melero Lopez und beruhigt die Gemüter rund um Iago Aspas, der natürlich. Ristic. Viel Wenn und aber es ist vom Prinzip her so eben mit so einer Dreierkette. Zwei hätte er also noch falten wollen. Der ist sehr steil. Lewandowski. Nochmal ein mitbekommen. Das kleines Missverständnis. Ferran Torres dann, aber ich glaube, der Blick vom Hauptschiedsrichter war. Sie nicht wirklich in Position. Jetzt schauen wir da nochmal. Beltran. Okay. Ich setze mal kurz an hier. Strand Larsen kommt nämlich. Sehr gut. Lassen kaum was zu. Auch da Vorteilsauslegung. Aber das Tempo hat Ferran. Position reinbekommen und auch diese Tech. Cancelo spielt da auch einen zentralen mit. Iago Aspas, guter Linker. Schon in dieser Saison, aber dafür müssen
natürlich auch der 2-3 und dann Araujo. Okay. Da hat jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Faxen dicke gehabt. Wie von dir angesprochen, Cancelo ein bisschen mit dem Ballaktion, dem fehlt die Bindung zum Spiel. In der Mitte ist Strand Larsen. Cancelo kommt zu nah. Mal. Ran Torres. Torres! Beste Chance dieser zweiten Halbzeit. Und gefühlt haben wir ihn schon zweimal ausgewechselt und jetzt hat er den Ausgleich auf dem Fuß. Cancelo. Siege, aber Nummer 42. Gut gespielt, wieder Ferran Torres. Aber wieder Shepherds nicht. Seine Knipserqualitäten und aus mittlerweile seine Daseinsberechtigung. Nee, ist nicht sein guter, ist nicht sein. Am Ende nimmt der Koundé runter. Bamba! Und Ter Stegen. Ich war vor dem Angriff. Gibt es noch ein, zwei Optionen? Ich hätte es fast so mal Barcelona gelingt, so wie hier. Das Velo hinterläuft. João Felix. Rees ab 21 Uhr. Gündogan. Zu drehen. Rafinha, Idee ist gut. Richtig. Und deshalb guckt er natürlich. Ja. Kontert. Und wie? Und ja. Wie? Tasos Duvikas. 2-0 Celta Vigo. Rafinha Richtung Gavi. Man gegen Barca spielt, aber jetzt kommt Lewandowski und er steht nicht im Abseits. Und es ist, ja. Es zeichnet dich einmal mehr aus, dass du den Joao Cancelo und Lewandowski 2-2, Robert Lewandowski doppelt und wir haben noch gute 5 Minuten auf dem Zeiger. Zum Beispiel am vergangenen Wochenende gegen Mallorca. Und jetzt kassieren sie es. Final. Joao Cancelo. Weil er da auftaucht,